Herzlich willkommen zur Yogastunde hier im Positiv. Ich möchte euch heute eine kleine energetische Einheit zeigen und hoffe, dass ihr Spaß daran habt und etwas Energie und Lebensfreude mit in den Tag nehmt. Dafür kommt in den Schneidersitz oder auch gerne in einen anderen Sitz eurer Wahl. Setzt euch aufrecht hin, spürt eure Sitzbeinhöcker hier fest auf dem Boden verankert, zieht das Sitzfleisch nach hinten oben raus und dann lichtet euch auf, entspannt euch, schließt sanft die Augen und nehmt einen tiefen Atemzug durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Spürt eure Sitzbeinhöcker fest am Boden verankert. Eure Hände liegen ganz entspannt auf den Oberschenkeln oder den Knien. Die Handflächen gern nach oben gedreht als kleine Geste dafür, dass ihr bereit seid, Neues zu empfangen. Das Zeichen für eure Offenheit. Und dann stell dir vor, wie du mit jedem Einatmen deine Wirbelsäule nach oben in die Länge atmen kannst. Deine Schultern mit der Ausatmung ganz sanft nach hinten unten fließen und richte dich auf. Wenn du magst, kannst du dir vorstellen, wie du in einer Scheitelkrone mit einem goldenen Faden nach oben an den Himmel angebunden bist. Gleichzeitig bist du fest verwurzelt mit dem Boden unter dir, mit Mutter Erde. Lass deinem Atem und deinen Gedanken Zeit, ruhig zu werden. Konzentriere dich auf deine Atmung und schick deinen Einatmen ganz tief in deinen Bauchraum. Atme ganz entspannt durch die Nase ein und aus. Und lass den Atem fließen. Stell dich so auf dein Yoga ein, auf deine Yoga-Praxis, auf die Zeit für dich ganz allein. Wenn dir jetzt Gedanken kommen, das Gedankenkarussell zu kreisen beginnt, richte deine Aufmerksamkeit wieder auf deine Atmung. Spür, wie die frische Luft mit der Einatmung in dich hineinströmt und mit der Ausatmung aus dir herausströmt. Herzschlag verlangsamt sich. Deine Atmung wird etwas ruhiger. Und du kommst mit deiner Aufmerksamkeit ganz zu dir. Lass deine Atemzüge langsam wieder etwas tiefer werden, etwas bewusster. Mit deiner Präsenz wieder mehr in deinen Körper zurück, ins Hier und Jetzt. Und wenn du die Augen aufblinzelst mit der nächsten Ausatmung, bleib trotzdem ganz bei dir. Bring die Hände neben deinen Körper. Mit der Einatmung mach einen großen Armkreis nach oben, bring die Hände weit über den Kopf und streck dich bis in die Fingerspitzen. Ausatmend lass deine Schultern wieder zurück in die Gelenke sinken. Lass deine Rippenbögen nah am Körper,
Zieh den Bauchnabel nach innen oben und atme tief ein, streck dich nach oben. Mit der nächsten Einatmung mach dich nochmal ganz lang und ausatmend dreh auf nach rechts. Komm in die Rotation mit deinem Oberkörper. Die linke Hand dabei auf deinen rechten Oberschenkel gelegt und die rechte Hand mit den Fingerkuppen hinter dir aufgestellt. Einatmend, schieb dein Brustbein nach vorne oben, richte dich auf, mach dich groß. Die Schultern dabei weg von den Ohren, nicht angezogen, sondern ganz weit werden hier im Herzraum. Und ausatmend, zieh die rechte Schulter noch etwas zurück, ganz sanft. Geh nur so weit, wie es deinem Körper heute gut tut. Und wenn du möchtest, kannst du mit der nächsten Ausatmung auch deinen Blick nach hinten über die rechte Schulter bringen. Nimm dir noch einen tiefen Einatemzug. Mach dich nochmal ganz groß. Und ausatmend, löse langsam auf, bring den Kopf nach vorne, löse die linke Hand, die rechte Hand. Und dann schwimm mal kurz in deine Seiten, in deine Flanken, wie unterschiedlich sie sich anfühlen. Und dann atme tief aus mit der nächsten Einatmung. Nimm die Hände wieder über die Seite nach oben. Streck dich wieder ausatmen, Schultern wieder zurück in die Gelenke. Einatmen, nochmal Länge und ausatmen. Dreh auf zur anderen Seite nach links. Rechte Hand auf linken Oberschenkel. Die linke Hand mit den Fingerspitzen hinter dir aufgestellt. Einatmen, schieb dein Brustbein nach vorne oben. Zieh den Bauchnabel ran mit der Ausatmung. Einatmen, expandier in die Höhe und ausatmen. Bring auch den Blick nach hinten über deine linke Schulter. Wenn das zu viel Stress im Nacken verursacht, dann lass den Blick gerne zur Seite gerichtet. Schau, wie weit du heute gehen möchtest und es sich für dich richtig anfühlt. Atme tief in den Bauchraum, auch wenn es hier mit dieser Verschraubung etwas schwerer fällt. Schick den Atem tief nach unten und noch einmal tief einatmen, groß werden. Und mit der Ausatmung langsam auflösen. Bring den Kopf nach vorn, löse die vordere Hand, die hintere Hand. Und dann atme ein und mit der Ausatmung komm langsam nach vorn. Wander mit den Händen vor dir auf der Matte entlang. Und komm in eine Vorbeuge. Du darfst jetzt rund werden. Ganz langsam und sanft. Lass dich zu Boden sinken. Da weiß gar nicht richtig, wie tief du kommst. Schau, wie weit es dir heute gut tut. Und spür die sanfte Öffnung in den Leisten und in der Hüftgegend. Die Streckung deines Rückens. Lass die Schwerkraft mit jeder Ausatmung dich etwas weiter nach unten ziehen. Kannst du vielleicht noch ein paar Muskelgruppen loslassen. Ganz sanfte Vorbeuge. Und dann ganz langsam komm wieder auf die Hände und schieb dich Wirbel für Wirbel wieder in die aufrechte Komm zurück, einatmen, Schulterkreis über vorne, nach hinten und nach unten. Dann roll über deine Schienbeine in deine Sitzerhöhung raus, was du eine hattest. Und komm in den Vierfüßlerschritt. Roll über die Schienbeine. Dabei achte darauf, dass deine Knie unter den Hüften gestapelt sind, ausgerichtet, die Fußrücken sind geerdet. Und deine Hände liegen gespreizt auf der Matte auf. Die Daumen sehen sich an, die Mittelfinger zeigen nach vorne. Und die Hände sind schulterbreit unter den Schultern aufgestellt. Neutraler Vierfüßlerstand. Zieh den Bauchnabel etwas nach innen oben, um hier Stabilität in deiner Mitte zu bekommen und du nicht durchhängst. Und eine runde Katze, Kuh, dreimal in jede Richtung einatmen. Lass den Brustbereich sinken.
Komm tief, schieb dein Brustbein nach vorne, geführtes Hohlkreuz, einatmend, ausatmend. Beginne beim Steißbein, roll dich in den Katzenbuckel, schieb die Matte unter dir weg, einatmend in die Kuh. Schieb dein Brustbein nach vorne, zwischen deinen Schulterblättern entsteht eine Kuhle, ausatmend, roll dich ein in die Katze, zieh die Schulterblätter aktiv auseinander, einatmend. Komm in die Katze, in die Kuh. Und ausatmen, noch einmal in die Katze. Nächste Einatmung, neutraler Vierfüßlerstand. Schieb dein Gesäß weiter hinten, weiter nach hinten zu den Fersen und mach dich hier ganz lang, gestreckte Arme nach vorn, in die Matte, die Stirn auf die Matte. Und dann lass alles los. Entspann hier. Gewicht über den Punkt zwischen deinen Augenbrauen an deine Unterlage ab und komm wieder ganz zu dir und deiner Atmung. Einatmend, löse die Stirn von der Matte, bleib aber unten, komm auf deine Fingerspitzen, ganz lang. Und mit der Ausatmung wandle hier nach links, neben deine Matte hier in gestreckter Haltung. Der Po bleibt auf den Fersen und spür, wie die rechte Flanke sich hier aufhebt. Atme ein und ausatmend, bring deine Stirn wieder etwas tiefer. Vielleicht berührt sie auch die Matte. Und dann spür die Dehnung hier auf deiner rechten Körperseite. Rechter Sitzknochen entfernt sich nicht von der Ferse, der bleibt unten. Und von der Intensität solltest du eine Dehnung spüren, aber überfordere dich nicht. Erzwinge nichts, sondern lass die Dehnung einfach geschehen. Im nächsten Atemzug komm wieder auf die Fingerspitzen. Komm zurück zur Mitte, atme ein und mit der Ausatmung wandere mit den Händen nach rechts. Oberkörper bleibt in der Streckung ganz lang, neben deine Matte und ausatmend, bring die Stirn wieder tief. Lass die Unterarme gerne sinken und spür auch hier die aktive Dehnung auf der linken Seite, linke Körperseite. Sitzbeinhöcker links, bleibt auf der Ferse. Und dann atme in deine Rippenbögen. Spür, wie die Atmung dich hier unterstützt in deiner Dehnung. Lass dabei dein Gesicht ganz weich werden. Löse deinen Unterkiefer. Ganz entspannt. Einatmen, komm wieder auf deine Fingerspitzen, wander zurück zur Mitte und komm noch einmal in die Haltung des Kindes. Mit der nächsten Einatmung, bring den Blick zu den Händen und schau, ob deine Hände schulterbreit aufgestellt sind, Finger gefächert. Stülp die Zehen um und ausatmen, komm in deinen ersten herabschauenden Hund, die Beine dabei. Unbedingt noch gebeugt lassen. Wir sind noch kalt auf der Rückseite. Und dann beginn auf der Stelle hier zu laufen. Dehn die Rückseite auf. Integrier auch deine Atmung hier in die Bewegung. Einatmen, beug beide Beine an, ausatmend. Schieb die linke Ferse Richtung Matte und verliere dabei nicht die Länge im Rücken. Einatmen, beide Beine beugen, ausatmen, rechte Ferse absenken. Mach das in deinem Atemrhythmus. Auf jeder Seite, 3 bis 4 Mal. Und wenn du jede Seite 3 oder 4 Mal gedehnt hast, dann komm nochmal hoch auf deine Zehenspitzen. Schieb dich weg von der Matte, schieb die Hände in die Matte. Dein Steißbein ist der höchste Punkt.
schieb die nochmal raus, aus der Matte. Und dann mit der Ausatmung roll weit nach vorn und komm so in den hohen Yoga-Liegestütz. Und das Brett halte hier. Halte kurz. Ein, zwei Atemzüge, spann deine Mitte an. Werde ganz, ganz gerade, senk den Po noch etwas ab. Und einatmend, schieb dich nochmal zurück in den Hund. Atme tief aus. Atme hier noch einmal ein und mit der Ausatmung komm noch einmal in den hohen Liegestütz. Atme aus. Atme ein hier. Und mit der Ausatmung komm nochmal zurück in den herabschauenden Hund. Ein kleines Vinyasa. Einatmen, roll nach vorn. Ausatmen. Senk ab in Chaturanga. Bleib hier noch nicht ganz. Einen Atemzug. Und ausatmen. Ablegen zur Matte. Press die Fußrücken in den Boden. Schambein aktiv in die Matte gedrückt. Und dann mach den Rücken lang. Deine Hände bleiben unter den Schultern. Die Ellbogen sind nah am Körper. Mit der Einatmung lass die Kobra sich aufrollen. Kleine Kobra. Deine Kraft kommt aus dem unteren Rücken. Beine sind angespannt. Der Bauch ist fest. Um das zu testen, löst die Hände kurz von der Matte und schau, ob du wirklich aus der Kraft des Rückens arbeitest. Bauch unbedingt angespannt lassen. Ausatmend, senk ab mit langem Rücken. Einatmend, schieb dich zurück zu den Fersen, stück die Zehen um. Und ausatmend, herabschauender Hund. Und dann ganz langsam. Komm mit vielen kleinen Schritten nach vorne in die tiefe Vorbeuge. Öffne die Füße etwas, circa hüftbreit. Lass die Hände auf dem Boden und dann beug dich nach vorne. Lass die Knie noch gebeugt und lass den Oberkörper hängen. Greif deine gegenüberliegenden Ellbogen und lass dich etwas auspendeln. Lass den Kopf los, den Nacken, die Schultern, die Arme. Richte dich hier ein, vielleicht magst du dich ein bisschen bewegen, den Kopf etwas drehen oder nach vorne und hinten baumeln lassen. Und dann löst langsam mit der Ausatmung wieder deine Hände, bring sie neben dich auf die Matte. Mit der Einatmung komm in die halbe Vorbeuge, Adha Uttanasana. Hier die Variante mit den Händen auf den Schienbeinen. Press deine Handflächen in deine Schienbeine. Dein Nacken ist lang, dein Rücken wird ganz gerade. Nimm die Schultern zurück, zieh den Bauchnabel ein und atme tief weiter. Das Steißbein und dein Kopf ziehen in entgegengesetzte Richtungen. Und du wirst ganz lang. Atme noch einmal tief ein, Schulterblätter zueinander ziehen. Ausatmen, komm tief und steig zurück in den herabschauenden Hund. Atme ein, komm wieder nach vorne, ausatme, viele kleine Schritte. Nach vorne, löst deine Fingerkuppen vom Boden und setz dich wie auf einen Stuhl. Utkatasana, bring die Arme weit über den Kopf, dein Bizeps umrahmt deine Ohren, bring das Gesäß tief, die Knie nicht über die Fußspitzen hinaus. Und dann lass dein Steißbein sich etwas einrollen, zieh den Bauchnabel ran, dein Rücken wird ganz lang und gerade. Atme tief hier und ausatmen. Komm in Tadasana. Die Hände vors Herz, schließ kurz die Augen und spür deinen Körper hinein. Spür deinen Herzschlag. Spür die Energie, die du gerade freisetzt. Gib deinem Körper Zeit, den Atem wieder zu regulieren.
Öffne langsam deine Augen, senk die Hände neben dich ab. Komm an den Anfang deiner Matte. Öffne die Beine, die Füße mache ich hüftbreit, sodass vielleicht ein Fuß dazwischen passt, ungefähr. Und schau, dass die Fußinnenkanten parallel sind. Richte dich auf. Aktiviere deine Fußsohlen. Saug deine Kniescheiben an. Aber überstreck die Beine nicht. Lass eine Mikrobeuge hier entstehen. Nimm dein Steißbein etwas tiefer und saug dein Schambein Richtung Bauchnabel. Schließ dir ganz aufrecht. Deine Schultern fließen nach hinten unten. Die Handflächen seien leicht nach vorne. Die Berghaltung. Verteile dein Gewicht gleichmäßig auf Kleinzehballen, Großzehballen und Fersen. Und einatmen, heb die Arme über die Seite und eine leichte Rückbeuge. Ausatmen und komm den ganzen Weg nach unten, gerader Rücken. Tiefe Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge. Mach den Rücken lang. Ausatmen, bring die Hände zur Matte, steig zurück ins Brett. Hände unter den Schultern. Richte dich hier ein. Atme ein und ausatmen, senk über die Knie an die Matte ab. Ganz langsam und kontrolliert. Die Ellbogen an den Körper, Fußrücken, Rücken in den Boden, Schambein presst nach unten, Beine aktiv. Und dann komm mit der Einatmung in die kleine Kobra. Ausatmen, leg mit Länge ab. Und einatmen, schieb dich in den Vierfüßlerstand. Wir wollen nochmal die Schultern etwas öffnen und mobilisieren. Komm dabei wieder in den kurzen, in den neutralen Vierfüßlerstand. Mit der nächsten Einatmung bring dein rechtes Knie nach zu dem Oberkörper, mach einen kleinen Schritt nach vorn, sodass dein Bein aufgestellt ist. Und dann löst deine linke Hand. Und mach einen großen Armkreis zur Seite, einatmend, über vorne, mach dich ganz lang bis in die Fingerspitzen, öffne deine Schulter und ausatmend über hinten, wieder senken. Lass den Blick deiner Hand folgen, einatmen, über vorne, nach hinten, ausatmen, nach unten. Letztes Mal einatmen, großer Armkreis. Ausatmen, senk ab. Andere Seite, löst die rechte Hand. Bring mit der Einatmung den Arm weit nach vorne und dreh dich auf nach rechts. Einatmen, ausatmen. Einatmen, steck den Arm nach vorne, großer Armkreis. Ganz aktiv, blick der Hand hinterher. Ausatmen, komm tief in deinem Atemrhythmus noch zweimal. Einatmen. Aus. Einstreck dich bis in die Fingerspitzen. Und komm wieder zurück. Hände liegen beide auf der Matte auf. Stülp die Füße hinten um. Löse dein linkes Knie. Atme ein und mit der Ausatmung steig nochmal zurück in den herabschauenden Hund. Richte dich hier ein und bring dein Steißbein weit Richtung Himmel. Lass dein Steißbein fliegen. Press dabei die Hände fest in die Matte. Dein Bizeps umrahmt deine Ohren, deine Schultern sind weit weg von den Ohren. Zieh den Bauchnabel ran. Und langsam ausatmen, ganz tief, gerne auch mal durch den Mund. Mit der nächsten Einatmung mach mit links einen Schritt nach vorn, zwischen deine Hände. Bring dein rechtes Knie zur Matte. Und erde deinen Fußrücken, dein Knie ist über dem Sprunggelenk ausgerichtet. Und dann beginnen wir wieder mit dem Armkreis auf dieser Seite. Löse die rechte Hand, einatmen, bring sie weit nach vorn. Und mach einen großen Armkreis nach hinten, der Blick folgt der Hand. Ausatmen, einatmen in die Streckung. Ausatmen, über hinten, wieder absenken. Noch einmal einatmen
Und ausatmen, große Armkreise. Bring die rechte Hand zur Matte. Mach den Rücken wieder lang. Und dann löse die linke Hand. Einatmend nach vorne strecken. Bis in die Fingerspitzen. Heb die Hand nach oben. Mach einen großen Kreis. Ausatmen. Absenken. Ganz kontrolliert, ganz bewusst. Man darf den Atem gerne hören. Und dann bringen die Hand wieder zurück zur Matte, schiebt den rechten Fuß um, löst das Knie, atme ein und ausatmen, tritt zurück in den herabschauenden Hund. Und dann laufe der Ausatmung in vielen kleinen Schritten vor zu deinen Händen und komm ins Sitzen. Komm nochmal hier in den sitzenden Schmetterling. Bring deine Fußsohlen aneinander, zieh deinen Sitzbeinhöcker nochmal nach hinten oben, an dein Sitzfleisch nochmal raus, dass du die Sitzbeinhöcker spüren kannst. Du kannst sie auch gern erhöht auf eine Decke setzen oder auf einen Yoga-Klotz. Und dann richte dich hier ein. Wenn dir das besonders schwer fällt und du den Rücken dabei nicht strecken kannst und hier rund wirst, ich zeige es mal von der Seite, wenn du hier so rund bist, dann bring die Füße etwas weiter von dir weg und schau, dass du dich wirklich aufrichten kannst, dass deine Sitzbeine am Boden sind. Genau, und dein Rücken ganz lang wird. Und dann greif deine Füße oder deine Fußgelenke und richte dich mit der Einatmung auf. Du kannst gerne die Augen schließen. Mein Spüren kommen, zieh den Bauchnabel ran, mach dich ganz groß und schieb dein Brustbein nach vorne oben. Richte dich auf und spür so die Öffnung hier in deinen Leisten. Und jetzt nimm auch den Beckenboden mit. Einatmen, saug den Beckenboden nach innen oben. Ausatmen, halt die Spannung noch kurz und erst gegen Ende der Ausatmung lass die Spannung im Beckenboden los. Einatmend, anspannen, saug nach innen oben und ausatmen, langsam wieder lösen. Einatmen, anspannen, ausatmen, langsam wieder lösen. Ein letztes Mal. Und langsam lösen. Und dann komm in Rückenlage. Setz dich dafür mit aufgestellten Beinen auf der Matte hin. Mach dich nochmal ganz lang. Und dann ganz langsam. Senk dann die Matte ab, Bauch angespannt. Roll nach hinten, Wirbel für Wirbel. Ganz genüsslich. Leg an die Matte ab. Lass dein linkes Bein ausgleiten und zieh das rechte Knie nahe zu dir ran, Richtung rechte Schulter. Dehne nochmal deine Hüften auf, gib deinem unteren Rücken nochmal etwas Entspannung und Dehnung. Und dann wechsel die Seiten, nimm dein linkes Bein, dein linkes Knie ziehst du dir ran, lass das rechte Bein ausgleiten und öffne hier nochmal die Hüfte links. Du kannst dabei gerne die Augen schließen, wie du möchtest. Und dann nimm beide Knie, umarm dich. Zieh die Knie nochmal zu dir ran. Atme hier tief ein und ausatmen. Roll dich auf deine linke Seite, deine Knie sind in Bauchnabelhöhe. Bring die Arme vor dich. Und mit der nächsten Einatmung löst die obere Hand, also die rechte. Und ausatmen, mach einen großen Kreis, dreh dich mit dem Oberkörper nach hinten, deine Knie bleiben am Boden. Und dann schau, wie weit dein Arm geht. Das kann hier oben sein, vielleicht berührt er auch den Boden, das ist ganz unwichtig. Wichtig dabei ist, dass du ganz bei dir bleibst und deine Haltung findest, die dir gut tut. Und dann versuch mit jedem Atemzug immer etwas mehr die Anspannung loszulassen, die Schultern loszulassen. Den Bauch weich werden zu lassen,
Wenn du magst, kannst du mit der linken Hand auf deinen rechten Oberschenkel gehen oder das rechte Knie. Die liegende Drehung, ganz wohltuend hier, die Verschraubung der Wirbelsäule bis in die tiefen Muskulatur. Zwischen den einzelnen Wirbelkörpern spüren wir diese ausgleichende Bewegung. Lass dabei dein Gesicht auch ganz weich werden. Die Stirn ist ganz entspannt, deine Augen sind sanft geschlossen, deine Augäpfel sinken etwas tiefer in die Augenhöhlen und entspannen sich so, regenerieren. Der Bereich in deinem Mund, die ganzen kleinen Muskeln im Gesicht sind ganz weich und dein Unterkiefer ist leicht geöffnet. Die Zahnreihen pressen nicht aufeinander und die Zunge liegt ganz entspannt im Mundraum. Immer mehr kannst du loslassen und dein Gewicht nach unten abgeben. Langsam löst die Haltung wieder auf, bring Spannung in deine Mitte, spann den Bauch an und beginne den Arm, den rechten Arm langsam vom Boden zu lösen, wieder nach vorne zu bringen. Und dann roll auf deinen Rücken, greif deine Knie und beginne deine Knie über den unteren Rücken, das Kreuzbein zu kreisen. Entspann dich dabei, lass die Arme die Bewegung führen, die Hände. Die Beine ganz locker fallen und spür hier in die Kreuzbeingegend die wohltuende Massage hier auch für den unteren Rücken. Und dann ändere mal die Richtung, kreise die Knie in die andere Richtung. Und dann pendle dich in der Mitte ein, zieh die Knie nochmal nah zu dir ran. Und mit der nächsten Ausatmung roll dich auf die rechte Seite, Knie in Bauchnabelhöhe, roll dich auf deine rechte Seite, bring die Hände, ich drehe mich mal kurz um, damit ihr mich wieder sehen könnt, bring die Hände dabei wieder aufeinander, weit nach vorn, gestreckt vor dir. Und mit der nächsten Einatmung löse den linken Arm, bring ihn am großen Bogen hinter dich. Ausatmen, dreh auf und lass den Arm mit der Schwerkraft nach unten sinken. Die rechte Hand kannst du an dein linkes Knie oder den linken Oberschenkel legen, wenn du das möchtest. Und der Blick geht entweder Richtung Decke oder sogar nach hinten zur ausgestreckten Hand. Versuche auch auf dieser Seite wieder alles loszulassen, was du loslassen kannst. Lass den Bauch weich werden. Die Schultern ganz entspannt zum Boden fließen lassen. Lass den Unterkiefer los, du kannst dir gerne zulächeln. Und deine Augen gerne auch schließen. Deine Stirn ist wieder komplett faltenfrei. Dein Hinterkopf liegt schwer auf dem Boden auf. Und du bist ganz entspannt. Schenk dir hier tiefe, entspannende Atemzüge bis tief in den Bauchraum. Einatmung, spann den Bauch wieder etwas an, bring Kraft in deine Körpermitte und ganz langsam löse den linken Arm vom Boden und bring ihn wieder zurück nach vorn. Rolle auf deine auf den Rücken nochmal. Wenn du magst, kannst du hier etwas über den unteren Rücken hin und her wippen.
eine Neutralisierung. Und dann bring die Fußsohlen Richtung Decke. Schieb deine Fersen weit nach oben. Dabei ist es gar nicht wichtig, ob du die Beine jetzt in 90-Grad-Winkel strecken kannst oder nicht. Schau, welche Variante, wie weit du gehen kannst, was dir gut tut. Und dann greif von außen an deine Fußsohlen. Die Knie werden gebeugt, schieben nach außen neben deinem Körper und von außen an die Fußsohlen. Wenn das nicht klappt, wenn die Arme hier zu kurz sind, dann greife deine Fußknöchel. Das geht auch. Und jetzt bring Spannung hier in deine Hände und deine Füße. Press die Hände in die Füße und die Füße in die Hände. Happy Baby. Spür, wie so der untere Rücken Kontakt bekommt zum Boden. Und genieße hier diese Öffnung nochmal in der Leistengegend, Hüftöffner. Wenn du magst, kannst du auch gerne von links nach rechts wippen. Und dann kommen wir langsam zur Mitte zurück. Löse die Hände, bring die Knie zusammen, beug die Beine und stell die Füße hier nah am Gesäß ab. Deine Arme sind links und rechts an deinem Körper und die Handflächen zeigen nach unten. Wir kommen zur Schulterbrücke. Einatmend, löse dein Steißbein vom Boden, roll dich ein, Wirbel für Wirbel, schieb deine Hüfte nach oben mit der Einatmung, nimm die Arme mit, weit über den Kopf. Und schieb dich nach vorne weg, deine Knie ziehen nach vorne, ausatmen, senk die Arme wieder ab und auch deine Hüfte, Wirbel für Wirbel, der Wirbelsäule entlang, ganz zum Schluss auch das Steißbein einatmen, roll dich wieder ein, Bauchnabel zieht nach innen, schieb die Hüfte Richtung Decke, achte dabei darauf, dass die Knie nicht nach außen senken, sondern wirklich nach vorne zeigen, schieb die Knie weit von dir weg, schieb die Fußinnenkanten deiner Füße, schieb die Innenkanten fest in den Boden und ausatmend, roll langsam wieder zurück. Ein letztes Mal, wieder Wirbel für Wirbel lösen, einatmend, Arme weit über den Kopf, komm mit dem Gewicht zwischen die Schulterblätter und ausatmend, senk wieder ab. Und dann nimm deine Fußsohlen wieder aneinander, leg dich kurz in den liegenden Schmetterling, Supta Baddha-Konasana, lass die Knie nach außen sinken. Bring die Hände links und rechts neben deinen Körper, Handflächen zeigen nach oben, Arme leicht abgespreizt vom Körper. Und dann atme nochmal tief in den Bauchraum, schließ deine Augen und entspann hier für 3 tiefe Atemzüge. Spür kurz in deinen Körper hinein, in deine Leisten, in deine Hüfte, in deinen unteren Rücken. Spür deine Schultern, lass sie mit jeder Ausatmung immer mehr los. Spür deine Brustgegend, deine Schultern nach oben entlang. Spür den Nacken. Deinen Hinterkopf und lass alles los. Langsam nimm deine Hände an die Außenseiten deiner Oberschenkel. Hilf ein bisschen nach, die Knie wieder zu schließen. Nimm die Knie ganz nah an deinen Oberkörper. Mach dich nochmal ganz klein, wie ein kleines Päckchen und bereite dich vor auf deine Schlussentspannung auf Shavasana. Wenn du eine Decke nehmen möchtest, dich zudecken, dann hol sie jetzt. Zieh dir Socken an, wenn dir kalt ist. Und wenn du soweit bist, mach dich nochmal ganz klein, löse den Kopf von der Decke, bring die Nasenspitze zu den Knien und spann hier nochmal alles an, was du anspannen kannst. Die Füße, dein Gesicht, die Schultern, die Hände, den Bauch, die Beine
Und dann halte die Luft kurz an nach der Einatmung. Und dann löse langsam auf. Lass die Füße auf der Matte ausgleiten. Die Beine sind leicht geöffnet, schulterbreit oder weiter. Deine Füße dürfen jetzt ganz entspannt nach außen sinken. Deine Arme liegen neben deinem Körper etwas abgespreizt. Handflächen zeigen nach oben. Lüpf noch einmal deinen Schulterbereich vom Boden. Schultern sind ganz entspannt. Zieh dein Kinn ganz leicht Richtung Brustbein, um so den Nacken etwas zu längen. Und dann nimm drei tiefe Atemzüge durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Lass jetzt alle Anspannung von dir gehen. Lass alle Muskeln los. Atme jetzt so weiter, wie der Atem sich einstellt. Versuche nicht zu beeinflussen. Und dann genieße deine letzte Minute hier in absoluter Stille in deinem Shavasana. Langsam bewege deine Finger. Lass deinen Atem wieder etwas wacher werden. Bewege deine Zehen, deine Hände und deine Füße. Dann mach jetzt die Bewegung, die du machen möchtest. Vielleicht möchtest du dich strecken, die Arme weit über den Körper nehmen. Die nochmal ganz lang machen, gähnen. Dann roll dich noch einmal auf eine Seite und bleib noch mal kurz liegen mit geschlossenen Augen. Genieß die Nähe zu dir, die Ruhe. Und dann lächel jetzt zu und wenn du soweit bist, komm langsam über die Seite noch einmal zum Sitzen. Dich nochmal auf, schließ gerne nochmal die Augen und dann heb die Arme noch einmal über die Seite mit der Einatmung weit über dich, bis die Handflächen sich treffen und mit der Ausatmung zieh die Hände in die Gebetshaltung, Namaste vor dein Herz, lass mit der Ausatmung deinen Blick Richtung Fingerspitzen sinken und verneig dich vor dir und deiner Yoga-Praxis. Lächle dir zu, bedank dich bei dir selbst für die Zeit, die du dir genommen hast, um dir etwas Gutes zu tun. Mit der nächsten Einatmung heb den Blick, öffne langsam die Augen und ich bedanke mich bei euch für euer Vertrauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns bald wieder.